Herzlich willkommen bei Karin Knorr Ernährungstraining. Als erstes grüße ich meine Mädels vom EWZ. Die haben mir die Schürze geschenkt. Mädels, ich drücke euch ganz doll die Daumen für eure Prüfung. Ihr schafft das. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs und habe gar keine Zeit, Essen zu kochen. Also bereite ich das heute schon vor. Ich möchte heute ein Rindergulasch zubereiten, aber nicht nach herkömmlicher Art, sondern mit orientalischen Zutaten. Für das Gericht benötige ich Rindfleisch, eine Zwiebel, Fett zum Anbraten, ich habe hier Kokosfett, eine Currypaste, ich habe hier Harissa, Kokosmilch und Chilischote. Als erstes braten wir die Zwiebel an und schneiden das Fleisch noch ein wenig klein. Die Zwiebel wird als erstes angedünstet, kommt dann wieder raus und als nächstes wird das Fleisch angebraten, kross von allen Seiten. Am besten schichtweise, je nachdem wie viel ihr verwendet. Ich habe das Gulasch noch gewürzt mit Salz und Pfeffer, ein wenig Kokosblütenzucker, so einen Teelöffel. Und jetzt kann das Gericht circa 1,5 Stunden vor sich hin köcheln. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier noch ein wenig Zitrone drauf gemacht und geröstete Nüsse. Hier kann man dazu Brot oder Kartoffeln oder Reis essen und jetzt probieren wir das einfach mal. Mmh, das ist ja richtig lecker mit dem Kokos. Ich werde das jetzt mal Andreas geben. Der hat nämlich schon riesigen Hunger. Ich habe nie so ein leckeres Gulasch gegessen. Das war's heute wieder aus meiner Küche und die genauen Zutaten zu dem Rezept könnt ihr wieder auf meinem Blog nachlesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Ideen von mir haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.